Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed brennender Asphalt oder auch High Stakes. Ja, so ganz war das zuletzt nicht auf meiner Seite hier. Ja, eine Folge ist ja leider weg, wo ich mit dem Ferrari den Diablo SV abgezogen habe. Ich habe eigentlich sogar ein Backup gehabt und habe das nochmal neu aufgenommen, aber ja, kaputt. Also ja, kann auch mal schräg laufen alles, ne? Machst du nichts. Jetzt geht's halt genau an dieser Stelle einfach weiter, weil, ja. Was soll man anders machen? Wie oft soll ich das noch sonst fahren, ne? Naja. So, und jetzt wird aufgeräumt hier. Drei, zwei, eins, los! Ja, BMW scheint echt besser zu sein, ne? So eine Schweinerei. Oder war mein Start jetzt tatsächlich nicht so gut? Ich weiß es nicht. Klassiker ausgepackt, ja. Wie so oft beim Dennis, ne? Irgendwie nur die letzte Zeit. Ich muss mal wieder Bioshock Infinite reinschmeißen oder sowas. Gucken wir mal. Aber jetzt treten wir einfach mal eine Runde den Benz. Oh, ein GTA 5, ne? Mhm. Diesen bekloppten Trevor, das kann noch was geben. Oh, vier Runden, ja, ja. Dead Beat, ob ich den kriege? Schauen wir mal. Eigentlich dit, ne? Dit Beat, oder? Ja, wie auch immer. Zweite Runde. Sieht ganz gut weg da, ne, mit dem BMW. Das gibt's ja gar nicht. Was ist da los? Das war jetzt nicht so die gute Idee, glaube ich. Eigentlich könnte man mal ein bisschen
In der Hoffnung, dass es keine Copyright-Probleme gibt mit irgendwas davon. Jojo, so ist das. Keine Chance gegen den Z3, ne? Den verkehrten Wagen ausgewählt. Machst du nichts. Naja. Ich merke gerade, mein Pfeifen kommt gar nicht durchs Gate, ne? Ich sollte da vielleicht von links reinfahren, aber ist jetzt mittlerweile zu spät, ne? In den Tunnel da eben, meinte ich. Naja. Oh shit. Warum flackert meine Lampe hier auf einmal? So ein Kack. Der kann einen richtig böse ablenken, ne? Naja, paar Blechschäden, ne? Was soll's. Damit muss ich jetzt leben. Irgendwie ein Wacklampenkabel wohl, wa? Geht denn das? Naja. Ja, getriggert durch das Force Feedback von meinem Lenkrad wahrscheinlich, ne? Das macht Sinn. Naja. Ja, das Driving Force GT nimmt ganz gut einen Schreibtisch auseinander. Da kann man nicht meckern. Sack. Weiter. So ein Sack mit dem BMW, da. Mann. Kann doch nicht wahr sein. Naja, Kosten für die Schäden halten sich an Grenzen, da kann man mit leben, ne? Einmal vorwärts, einmal rückwärts, ja? Na gut, das kriegen wir auch hin. Räumen wir mal ein wenig das Feld auf hier. Jetzt aber wirklich hier. Drei, zwei, eins, los! Dasselbe nochmal, oder?
kommt mir das nur so vor. Ja, irgendwie gibt es ja auch noch Spiegel verkehrt oder was, ne? Naja. Ah. Ja, das scheint es auch zu sein. Meinetwegen. Oh shit. Oh shit. Oh yeah. Ich spiele wieder Flugsimulator anstatt Rennspiel. Was mache ich falsch? Ist das hier doch Gummibandeffekt oder warum klebt er mir da schon wieder am Arsch und ich krieg den BMW einfach nicht? Das kann doch nicht wahr sein, ja. Kann ich die Show so ja glatt nochmal machen, oder? Oder was? Ich fahr hier wie die besenkte Sau, ja. Und der zieht mich einfach ab hier, oder was? Gibt's doch gar nicht. Der ist doch noch nicht mal die Tuningstufe wie ich hier. Soll die dritte Tuningstufe bei dem Benz Kacke sein, oder was? Ich weiß es nicht. Was ist hier los, Leute? Karrieremäßig ein bisschen komisch, das Spiel. Ich der gehupt hat. Shit. Blöde Kante da. So macht Kurvenschneiden keinen Spaß.
Was hat der da für einen Vorsprung? Das kann doch nicht wahr sein, ey. 20 Sekunden. Guckt er mich auch noch an, der Spinner, ey. Beste Runde, Sie sind Zweiter. Ja, schöne Schande. Das kann ich doch nochmal fahren jetzt, weil ich das voll verkackt habe, oder? Ach, Mando. Glückwunsch, Sie haben diesen Kurs erfolgreich abgeschlossen. Sie haben ja die Silbermedaille geholt. Ja, klasse. Weiter zum nächsten Kurs. Was ist das für ein Schwierigkeitsgrad, hm? Champion. Ja gut, komm, dann kann man damit leben. So, und dann machen wir den Porsche Cup als nächstes. Möchte ich meinen. Ja, ich habe da extra den anderen Porsche gekauft und damit es geldmäßig dann wieder quasi derselbe Stand ist, habe ich mir den Z3 auch noch gekauft gehabt, nachdem ich das nochmal gemacht habe mit dem Maranello, den Diablo SV zu holen. Ihr seht, der ist noch ramponiert. Ja. Wo ist denn der Porsche? Da ist er. Porsche Farm. Was kosten denn so die Upgrades für das Teil? Jo, dann nehmen wir die doch gleich mit. Wenn wir uns das so schön leisten können. Was wundervoll in dem Spiel. Ja, und dann sehen wir uns dann beim Porsche Pro Cup wieder, Leute. Wenn es wieder heißt Need for Speed brennender Asphalt oder High Stakes. Bis dahin, macht's gut oder besser.